Herzlich willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Paper Mario. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir müssten als Papierflieger noch auf die andere Seite darüber fliegen. Das war die Sache, die noch aussteht. Und ich gesagt habe, das Maske sind offscreen. Und dann klappt es. Und ich hoffe mal, dass es klappt und dass wir uns gleich auf der anderen Seite wiedersehen. 3000 Jahre später, wir haben es endlich geschafft, Tassalis, hier auf den Block drauf zu springen. Sehr schön. Ja, das wäre erst eine Qual. Also das wäre wirklich eine Qual. Und siehe da, was haben wir hier? Etwa das berühmte Auentor? Mario Gomprina, sieht euch das an. Das ist das Auentor, von dem die Legende berichtet. Was für ein Anblick. Also ist die Legende wahr. Wir sollten etwas näher herangehen. Weiß, was uns jetzt erwartet, ne? Oh, hier sieht das schön aus. Was passiert hier? Boah. Fancy. Herr Professor, was ist denn da, was war denn das? Was passiert hier? Was geht hier ab? Man weiß es nicht. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Aha. Gut. Zusätzlich lernt Mario die Sternattacke Sternfit. Okay. Herr Professor, die Karte. Und dann dieses... sehr beeindruckend. Das scheint ein Hinweis auf die Lage des ersten Sternjuwels zu sein. Und dieses Leuchten eben. Es scheint, als hätte Mario mysteriöse Kräfte erhalten. Nun, auf jeden Fall sollten wir zurück zu mir gehen und die Karte näher untersuchen. Bitte passiert, dass wieder automatisch geportet werden. Ja, Gott sei Dank. So ist das also. Sie haben es verstanden, Herr Professor. Aber natürlich, und euch werde ich es auch erklären. Eigentlich kann man nämlich mit Gewissheit sagen, diese Karte ist etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Sie findet mit einer Art Radar heraus, wo sich die Sternjuwelen befinden. Aha, demzufolge befindet sich das erste Sternjuwel im Feuertal. Im Feuertal? Im Feuertal. Das Feuertal ist ziemlich weit östlich von Rohling. Ehrlich gesagt, erschien mir diese Gegend bereits seit längerem verdächtig. Der Name Feuertal ist bis zu des Öfteren in der Fachliteratur begegnet. Aber wie gelangt man in dieses Feuertal? In Katakomben soll es eine Röhre geben, die direkt dorthin führt. Übrigens, Mario, wie kamst du eigentlich an diese Karte? Für Prinzessin Peach. Sie hat die Karte geschickt. Sieht die Prinzessin Peach unter Umständen etwas so aus? Ah, unter Umständen können das von hinkommen. Ich wusste es. Die Prinzessin war neulich bei mir und wollte etwas über den Schatz wissen. Ich habe ihr etwas über die Sternjuwelen und das Feuertal erzählt. Vielleicht ist sie ja, wieder erwarten, doch allein ins Feuertal gegangen. Ja, das gefällt Mario nicht, er macht das. Verständlicherweise. Übrigens, in der Stadt fragen auch so seltsame Typen nach dem Sternjuwelen herum. So, interessant. Vielleicht haben die etwas mit der Prinzessin zu tun. Alles gut. Ihr beide presst sofort ins Feuertal auf. Wenn sich die Prinzessin tatsächlich dorthin begibt, müsst ihr sie einholen. Die Suche nach den Sternjuwelen führt sicher auch auf die Spur der Prinzessin. Danke. Und Sie kommen nicht mit, Herr Professor Gumbart. Ich versuche etwas über die Prinzessin und diese seltsamen Truppen herauszufinden. Euch zu begleiten wäre vor einem alten Herrn für mich doch etwas zu anstrengend. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit zu mir kommen. Also gut. Gehen wir, Mario. Viel Erfolg. Und jetzt lasst mich euch Lebewohl sagen. Wir werden doch wohl hoffentlich nochmal wiederkommen, So. Aber zuerst muss man wieder ein bisschen Kraft auftanken, wir haben nicht mehr viel Leben. Ach ja, ich habe vergessen, etwas zu erzählen. Zunächst zu den Leuten um Mario. Wie es scheint, hat Mario gelernt, sich einer Sternattacke zu bedienen. Einer Sternattacke?
Bevor es lange Erklärungen gebe, würde ich euch das lieber demonstrieren. Hast Lust auf ein kleines Experiment, Mario? Natürlich. Gut, dann lass das Experiment starten. Okay, okay, bin gespannt, was jetzt kommt. Schau dir zunächst die Leiste an, auf der die Sternenergie angezeigt wird. Okay. In dieser Leiste ist ein Punkt. Das bedeutet, dass hast im Moment genau eine SE. Du verfügst momentan über ein SE Sternenergie. Und wenn du Sternenergie hast, kannst du die Sternattacke benutzen. Die Sternattacke füllt KP und BP auf. Lass es uns ausprobieren. Okay, dann machen wir es mal Stern. Hilfe. Hä? Einfach mies überfordert gerade. Hat da nicht sehr gut geklappt. Bei mir hat jeder ein neues Herz bekommen, aber das war ja richtig kurios. Das hat irgendwann mal gar nicht funktioniert. Du hast nun ein SE verbraucht, besitzt du keine Sternenergie mehr. Der Trick ist, du kannst neue Sternenergie sammeln. Und hier kommt die Suicide im Publikum ins Spiel. Wenn die Suicide sich gut amüsieren, er ist für Sternenergie. Also Mario und Gabriela versucht einfach mal Miss anzugreifen. Okay, das war nicht gut. Okay, dann bringen wir es aber mit dem Hammer. Und das gefällt dem, wenn es richtig viel auf die Fresse gibt. Das gefällt dem. Oh, das ist dann nur ein kleines bisschen. Da muss noch mehr gehen, okay. Da kommen wir unsere Technik wieder mittendrin einüben, das ist ganz gut. Jetzt habe ich es halt eigentlich so in den richtigen Moment gedrückt, aber okay. Nimm es ein paar weg, das ist eher ungünstig. Immer wieder einen guten alten Hammer. Weiß auch nicht, wieso das ausgerechnet gerade nicht klappt, wo es sonst immer geklappt hat. Hat zumindest wieder ein bisschen was mehr gegeben und es kommt vor allem auch wieder mehr her. Das ist sehr schön. Gut, da geht noch mehr Suicide, also da braucht es noch mehr. Hier im Suicide Battle, sonst wird das alles nix. Aber jetzt, jawohl, der hat gesessen. Und es gibt Sternpunkte. Und auch hoffentlich mehr Suhsauer. Okay. Ich hätte das ganz gerne weiter fortgeführt und das jetzt halt mal voll gemacht. Aber egal. Also Mario nimmt das hier auf den Weg. Oh ja, den Orden Power Hauer. Power Hauer. Den Power Hauer. Und dir im Schlag sagt Mario Gegner, wo. Okay, gut, das ist ein Orden. Orden können dir gute Dienste leisten. Wenn du diese hier trägst, kannst du der Gegner größeren Schaden zufügen. Natürlich, aber Orden wirken nur, wenn du sie auch trägst. Okay, und auch das immer nochmal ist ja ganz wichtig. Das An- Ablegen von Orden, drücke Plus und öffne das Menü. Okay. Drücke ZR, um im Menü zu gelangen. Okay. Für das Anlegen von Orden sind Ordenspunkte OP erforderlich. Für dieses brauchst du ein OP. Drücke A, um Orden anzulegen. Du hast ein OP in Anspruch genommen und Orden angelegt. Drücke A erneut, um Orden abzulegen. Die OP steht dir dann wieder zur Verfügung. Okay. So, zack, zack. Übrigens brauchst du BP-Blütenpunkte, um Powerhauer zu benutzen. Du musst im Kampf also nicht immer nur deine KP, sondern auch auf deine BP achten. Okay. Nun hoffe ich, ihr werdet Girardens Feuertal ohne Probleme finden. Dankeschön. Ich muss mal was zunächst erstmal ins Heiarbetzen gehen. Und auf jeden Fall nochmal ein Rühnchen schlafen. Damit wir wieder auf unsere 10 Leben kommen. Das ist ganz wichtig. Die müssen mal das Loch hier stopfen. Hm? Ich glaube, das wäre bestimmt ganz hilfreich. Also, jetzt schlafen wir aber erstmal den Runzen.
sammeln wieder. Eben. Ist ganz wichtig. Hallöchen und gut geschlafen. So sieht's aus. So. Gut, gut, gut. Dann öffnen wir mal die Tür und gehen einfach mal auf die Suche nach der Röhre. Unten wird's nochmal tough, aber erstmal gehen wir hier rein. Dann ist doch, wie kann man nämlich Items kaufen. Jawohl. Also ein normaler Pilz, der gibt nämlich wieder 5 mehr Leben. Das ist schon mal sehr wichtig. Also, für jedes Item, das du jetzt gibt es noch eine Einführung, das du in deinem Laden kaufst, erhältst du einen Rabattpunkt. Insgesamt bis zu 300. Cool. Die Rabattpunkte kannst du geben Prämien tauschen, zum Beispiel seltene Items. In jedem Laden findest du eine Tafel, auf der die Prämien verseistet sind. So viel dazu. Soll ich dir noch einmal erklären? Nee, das passt. Oder ja, mach's nochmal, komm. Also dann, für jedes Item, okay, gut, doch, nee, das habe ich jetzt verstanden. So. Passt. Da dies nun geklärt ist, für einen Pilz bekommen wir 5 Münzen. Ja, dann nehmen wir auch den Fall ein. Herzlichen Dank. Für einen Pilz stopp. Einer reicht erstmal. So süßer Sirup ist ein 5 BE wieder her. Das ist KP und das ist BP. Nehmen wir auch mal ein. Ich glaube, das ist so nicht lässt. Was haben wir hier? Sehr saures Tonic. Wirkt gegen Gift. Und Schrumpfungen. Dann nehmen wir auch mal eins, aber weiß halt, wann wir irgendwie hier mal Stress bekommen. So, dann natürlich die Feuerblume, die braucht es auf jeden Fall. Stopp, eine reißt erstmal. Was kann man hiermit machen? Hiermit kann man nämlich alle seine Gegner in Schlaf. Davon nehmen wir auch mal eins, um auszubären. Jetzt haben wir erst nicht mal viele Münzen. Ja, nehmen wir noch einmal so ein Fünferding. Da muss auch reißen. Aber wenn wir unterwegs sind, Leben sind immer wichtig. Deswegen nehmen wir dann lieber nochmal eins, da kann man nicht genug haben. Aber es reißt, dann brauchen auch noch ein paar Münzen so. Man weiß ja nie, was man dir noch braucht am Ende des Tages. Gut, dann speisen wir den ganzen Spaß hier mal auf jeden Fall. Sehr schön. Dann würde ich vorschlagen, geht zurück into the catacombs. So, dann müssen wir, glaube ich, aber links zuerst hier lang gehen, um da hinzukommen. Ja, dann sind wir schon auf den richtigen Weg. Hey du, hast du kurz Zeit, um zu lernen, wie man richtig kämpft? Ich meine, so richtig mit Smackes. Ja, okay. Ich sehe auf den ersten Blick, dass du Talent hast, aber übers Kämpfen musst du noch eine Menge lernen. Trickkommandos, Bingo, das ganze Programm. Frag mir gern Löster in den Bauch, dazu bin ich da. Wer es bin? Nun ja, manche nennen mich Kampfcodes, andere flehen um Gnade. Dann das Herz. Wie es dem auch sei, meine Berufung ist mein Beruf, aus Talenten Kämpfer zu formen. Ich muss mir es jederzeit an. Ja, okay. Herr Jungsbund, kann ich denn, kann der Kampfchaos etwas für dich tun? Ich denke immer, das wäre eine Münze hier. Echsenkommando üben, wir überkämpfen. Machen wir erstmal über Kämpfer fahren. Will Tugi sagen, das willst du wissen. Sprungtipp. Beim Sprung kannst du zweimal auf den Gegner stampfen, wenn du erfolgreich eine Echsenkommando durchgeführt hast. Okay, gut, das ist eigentlich alles klar. Dann, üben wir die Echsenkommands, würde ich sagen. Hoffentlich gibt es da wieder Zuschauer. Also, und was genau möchtest du trainieren? Erst einmal die Technik hier. Du möchtest deine Technik üben, gerne. Bist du bereit? Los geht's. Gut. Machen wir nochmal Hammer. Jawohl. So, dann machen wir es mal Sprung. Aber auf den dritten. Das war zu spät. Deswegen üben wir es nochmal. Das war gut. Ich sag jetzt auch perfekt und zu spät. Gerade ich nicht. Okay, irgendwie kann ich besser, wenn wir nicht austauschen, aber ist okay, dann halt nicht. Dann machen wir nochmal ein bisschen Hammer hauen. Und zwar auf den ersten. Hammer geht, glaube ich, wirklich nur auf den ersten. Sehr gut. Ja gut, das passt. Ich glaube, dann haben wir genug geübt, einfach zu sein. Dann machen wir nochmal einen Sprung. Sehr schön.
Gut, gut, gut. Dann beenden wir das Ganze. Ah, mit Y hätten wir 1000 können. Aber verteidigen wir jetzt erstmal, denke ich. Verteidigung ist auch noch ganz wichtig. Los geht's. Verteidigung, Konter. Erstmal Verteidigung. Sehr schön. Machen wir jetzt mal Konter. Ah, das war B. Mist, aber es ist verkackt. Wenn ich ganz vergessen habe, B ja kontern kann, dann machen die nämlich selbst Schaden. Dann muss das nur zum richtigen Zeitpunkt machen. Das braucht Präzision, dass man genau dann trifft, dann üben wir nochmal einen Konter. Wollen da gut drin werden. Ich weiß nämlich so spät. Zacke, das ist gar nicht mal. Ich finde das wirklich gar nicht mal so einfach. Aber genau ne, im richtigen Zeitpunkt das macht. Diesmal war es so früh. Gibt's ja nicht. Jetzt war es zu spät. Okay. Gut, dann müssen wir sehen, fahren nochmal eins noch üben, das passt mir noch nicht. Gut, ist noch so schlecht. Wenn es noch ein drittes Mal sagt, dann passt. Jawohl. Gut, da haben wir den Konter jetzt einigermaßen drin. Dann machen wir jetzt nochmal eine Verteidigung. Gut. Eine noch, sicherheitshalber. Gut, das sitzt, das passt. Dann machen wir abschließend nochmal ein Konter. Und das haben wir auch sehr gut gemacht. Perfekt. Ich glaube, das sitzt. Damit können wir rausgehen. Und sind jetzt fertig mit dem Üben. Und damit sind wir doch, würde ich sagen, gewappnet für das, was auch immer uns jetzt im Untergrund erwarten wird. Ach ja, da werde ich erstmal weiter spannende Tipps für dich recherchieren. Komm gerne wieder. Also gut zu wissen, dass sie hier steht und hier in die Katakombe. Da geht's wieder rein. Da geht's weiter im nächsten Part von Paper Mario. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!